Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Ärmelmaschen aufnimmt. Also wenn in der Anleitung steht, dass ihr die zuvor stillgelegten Ärmelmaschen wieder aufnehmen sollt. Ich bin hier gerade dabei, den Ärmel fertig zu machen. Also ich habe den Ärmel hier gestrickt. Die Maschen davor wurden dann stillgelegt, nachdem die Ärmel beendet sind. Der Pulli wird übrigens von oben nach unten gestrickt. Die Ärmel dann stillgelegt, dann werden hier am Rumpf Maschen neu aufgenommen und dann der Körper in Runden weiter gestrickt und irgendwann strickt man danach die Ärmel weiter und dann muss man hier diese stillgelegten Maschen wieder aufnehmen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wen hier diese Anleitung interessiert für den Pulli, das ist von Petite Knit, die Anker Sommerbluse, ist bestimmt auch vielen bekannt. Die Anleitung kann ich auch euch unten verlinken. So, und ich habe das so gemacht mit den Ärmeln. Also es gibt hier nur so einen ganz kleinen Ärmel. Ich habe die stillgelegt und dann in Runden weiter gestrickt. Und jetzt möchte ich hier diese Ärmelmaschen wieder aufnehmen. Dazu wechsle ich jetzt hier, also schraube ich meine Nadeln wieder an. Das ist praktisch, wenn man dann so ein abschraubbares System hat. Ansonsten kann man die aber auch einfach mit einem Faden stilllegen. Ich schraube die jetzt gerade mal kurz an. So, hier sind meine Maschen wieder drauf und meine Nadeln. Und ja, also diese Art von Anleitung, jetzt wie es hier euch zeigt, die Technik, die wird halt bei ganz vielen Pullovern angewendet. Ich habe euch auch mal einen Raglan-Pullover vorgestellt. Da kommt das auch drin vor. Und das soll jetzt einmal ein bisschen zur Hilfestellung gehen. Also, ich hatte jetzt hier in dieser Anleitung steht, ich soll die zuvor 9 Maschen, die ich angeschlagen habe, um dann den Rumpf wieder zu verbinden, daraus soll ich jetzt 9 Maschen aufnehmen. Das wären jetzt hier in dem Fall dies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ich mache aber immer zusätzlich hier in den Ecken hier mal noch eine Masche und hier noch eine Masche mehr. Also so mache ich das, einfach um da ein bisschen die Löcher zu vermeiden. Ihr könnt aber auch das wie in der Anleitung machen. Und falls doch Löcher vorkommen, das dann später einfach auf der Innenseite ein bisschen vernähen, dann sieht man das auch nicht. Also wie gesagt, hier ist die 9. Masche. Ich setze mir hier jetzt meinen Faden neu an. Und nehme mir jetzt hier aus der Ecke erst eine Masche noch raus. Da gucke ich einfach, welche Stelle da am besten geeignet ist. Hier vielleicht. Also so, dass es dann kein Loch gibt. So, jetzt muss ich erstmal hier den Faden aufnehmen. Und jetzt nehme ich hier die, wie gesagt, diese 9 Maschen auf und dafür geht ihr hier direkt in die Masche rein. 1. Gucken, dass immer beide Maschenglieder drauf sind. 2. Hier ist dann die nächste. 3. 4. Also ich mache gleich weiter. Ich markiere gerade mal nur die eine, 2, 3, 4, die Masche, die ich vorher zusätzlich aufgenommen habe. Das war hier die erste. Und die nehmen wir dann später ab. Also 1, 2, 3, 4. Sechs, sieben, acht.
und 9. Also hier, das sind jetzt die 9 ursprünglichen Maschen, die man aufnehmen soll, plus die eine zusätzliche. Und dann mache ich hier, wie gesagt, hier aus diesem Rand. Also eigentlich würde man jetzt hier gleich weiter stricken, aber ich nehme hier noch zusätzlich immer eine Masche auf und da gucke ich einfach, suche mir eine Stelle raus, wo es halt kein Loch gibt. Also hier würde ich jetzt zum Beispiel nicht oben einstechen, weil wenn ich hier einsteche, dann gibt es gleich ein Loch, sondern dann gehe ich halt ein bisschen tiefer hier und steche da nochmal ein. So. Und das ist jetzt auch eine zusätzliche Masche, die ich aufgenommen habe. Die markiere ich auch nochmal, dass ihr das später erkennt, wo ich abnehme. So, und dann steht, muss man laut der Anleitung, jetzt beginnt die Runde immer unten am Ärmel in der Mitte. Ich habe ja jetzt hier 2, 4, 6, 8, 9 Maschen. Das kann man jetzt nicht durch 2 teilen. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach bei 2, 4. Also entweder nach der 4. oder nach der 5. Ich mache es hier jetzt mal nach der 5. einen Maschenmarkierer rein. Also so, dass der mittig von diesen aufgenommenen Ärmelmaschen liegt. Ne? Das ist ja dann der Unterarm. Ich kann es euch mal hier an dem Bild vielleicht noch zeigen. Also hier, da werden jetzt dann auch später immer die Maschen abgenommen. So, und jetzt stricke ich erstmal eine Runde drüber, bis ich hier zum runden Anfang wieder komme. Und dann zeige ich euch noch, wie wir die zusätzlich aufgenommenen Maschen wieder abnehmen. Das heißt, ihr strickt jetzt einfach die Maschen, die Ärmelmaschen, die ihr bereits auf dem Seil hattet, ab. Das mache ich jetzt hier komplett eine Runde und dann treffen wir uns wieder hier am runden Anfang. So, ich bin jetzt hier wieder am runden Anfang angekommen, der ja mittig unter dem Ärmel liegt. Und Ärmel werden übrigens am ehesten mit der Magic Loop Methode oder mit dem Nadelspiel gestrickt, weil hier einfach dann die Runden kleiner werden. Bei mir passt jetzt gerade noch so drauf. Ich glaube, das ist eine, weiß gar nicht, 30er Rundstricknadel oder 40er. Naja, auf jeden Fall arbeitet man am besten mit der Magic Loop Methode oder mit dem Nadelspiel. So, und jetzt soll man in der Anleitung, heißt es jetzt, in jeder 5. Runde soll man jeweils 2 Maschen abnehmen und das insgesamt 3-mal. Das erkläre ich euch gleich nochmal, was das heißt. Und zwar nehmen wir immer, indem man nach der ersten Masche der Runde 2 Maschen abnimmt und vor der letzten Masche 2 Maschen rechts verschränkt. Genau, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das ist auch in jeder Anleitung ein bisschen anders. Aber also ich stricke jetzt hier erstmal meine erste Runde und in der 5. Runde würde ich dann hier die Abnahme machen. Aber da ich ja zusätzlich noch Maschen zugenommen habe, nehme ich jetzt hier in der 1. Runde schon meine zusätzlichen Maschen, die ich mit lila markiert habe, ab. Ich führe jetzt gleich meine Strichliste für meine erste Runde. Das bedeutet, hier die Masche hatten wir ja zugenommen, die lilane. Und die stricke ich jetzt einfach. Hier mache ich jetzt mal eine linksgeneigte Abnahme. Das heißt, die Masche hebe ich ab. Die nächste stricke ich rechts und hebe die rüber. Dann gibt es hier so eine linksgeneigte Abnahme. Und dann stricke ich einfach meine Runde weiter. Hier wieder bis zu der anderen Masche, die ich zugenommen habe. Und dann zeige ich euch noch, wie ich die abnehme. So, ich bin jetzt hier angekommen bei meiner anderen Masche, die ich zusätzlich zugenommen habe. Da mache ich den Maschenmarkierer raus. Und die stricke ich jetzt hier mit der Masche davor rechts zusammen. Also so mache ich das, wie gesagt. Und dann gibt es hier so eine rechts geneigte Abnahme. Und genau, dann
geht es jetzt weiter. Jetzt bin ich gleich wieder am runden Anfang, der hier in der Mitte liegt. So. Und das war jetzt meine erste Runde. Ich habe jetzt meine zusätzlich aufgenommenen Maschen wieder abgenommen. Das heißt, ich bin jetzt bei meiner ursprünglichen Maschenanzahl. Das sind in meinem Fall sind das 74 Maschen, habe ich jetzt in der Runde. Eine Runde habe ich gestrickt, jetzt kommt Runde Nummer 2. Da stricke ich jetzt ganz normal, einfach glatt rechts in Runden. Dann kommt noch eine dritte Runde, die vierte Runde und in der fünften Runde wird abgenommen. Und das zeige ich euch dann auch nochmal, wie das geht. Und zwar hier mittig einmal links und rechts von dem runden Anfang. So, ich habe jetzt insgesamt 4 Runden gestrickt und es das heißt dann in der fünften Runde werden jetzt die Ärmelabnahmen gemacht. Und zwar nehmen wir dafür einmal einer Masche nach dem runden Anfang eine Masche ab und eine Masche vor Ende der Runde nehmen wir diese 2 Maschen ab laut Anleitung. Das heißt, ich stricke jetzt hier eine Masche rechts nach dem runden Anfang und jetzt soll ich hier 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Dafür gehe ich hier in beide Maschen rein und stricke diese rechts zusammen. Und dann stricke ich jetzt eine Runde, bis wir hier eine beziehungsweise 3 Maschen vor dem Maschenmarkierer angekommen sind. Stricke ich jetzt hin. Das ist jetzt wie gesagt die fünfte Runde, die Abnehmrunde. Und dann zeige ich euch da noch die Abnahme. So, ich bin jetzt hier 3 Maschen vorm Ende und hier soll man eine Masche vorm runden Ende, beziehungsweise 2 Maschen vorm runden Ende, wird abgenommen, diese 2 Maschen. Und zwar rechts verschränkt. Das bedeutet, ihr geht hier hinten rein ins hintere Maschenglied in beide Maschen und strickt diese rechts verschränkt ab. Und die letzte Masche rechts. Dann haben wir eine Runde gestrickt. Das war jetzt die fünfte Runde, wo diese Abnahmen eben stattgefunden haben. Das ist auch bei jeder Anleitung ein bisschen anders beschrieben. Und genau, das war's. Danach soll man dann wieder in der fünften Runde, also danach werden wieder 4 Reihen glatt rechts gestrickt und in der fünften Runde wird wieder jeweils an diesen besagten Stellen abgenommen. Und wenn dann zum Beispiel in der Anleitung steht, in jeder fünften Runde 2 Maschen abnehmen und das 3-mal, bedeutet es, dass ihr das insgesamt 3-mal macht. Also wir haben es jetzt ja einmal hinter uns. Dann wäre das zweite Mal, dass er wieder 4 Runden strickt, in der fünften Runde eine Abnahme macht und dann noch ein drittes Mal 4 Runden glatt rechts stricken und in der fünften Runde dann die Maschen abnehmen. So habt ihr dann am Ende insgesamt 15 Runden gestrickt und 6 Maschen abgenommen. In meinem Fall hätte ich dann von 74 Maschen auf 68 reduziert und dann wird weiter mit dem Bündchen gestrickt. So, das sollte jetzt einfach nur meine Hilfestellung zu sein, zu einer Anleitung, wenn ihr auch mal an diese besagte Stelle kommt. Und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Bis ganz bald, eure Maschenmarie.